Abstiegskampf pur am Berger Feld. Bei bestem Fußballwetter am Ostersamstag trifft die U23 von Schalke 04 auf Platz 15 der Tabelle auf den 2 Punkte und 2 Plätze besser postierten Bonner SC. Überraschung in der Startelf der Schalker: Sidi Sané, der kleine Bruder von Leroy, durfte unter der Woche bei den Profis reinschnuppern und steht heute erstmals in der Startelf der U23. Auf Seiten der Bonner wenig Überraschung in der Offensivabteilung: Pommer, Takahara und der nach Gelb-Rot-Sperre zurückgekehrte Güler sollen in der Offensive für Gefahr sorgen. Alle drei sind auch gleich beteiligt an der ersten Aktion. Das ist Pommer, der wird geblockt. Takahara setzt sich durch gegen Müller, aber Schell ist gegen Güler rechtzeitig zur Stelle. Bei Schalke fehlt weiterhin Top-Torjäger Rufat Dadaschow. Er wird heute ersetzt durch den 17-jährigen U19-Spieler Semin Kojic, hier erstmals am Ball, aber noch ohne echte Gefahr. Die Schalker kommen hier besser rein in die Partie. Das ist Aramburu mit viel Platz. Kaparos lässt durch für Weschenfelder Cienza. Leonardo Weschenfelder Cienza. 12. Minute und die frühe Führung für die Knappen. Das 8. Saisontor für den 23-jährigen Argentinier, der sich hier mit einer schönen Finte gegen Fiedler durchsetzt und Birk dann einfach mal tunnelt. Ein echter Traumstart für den erst 33-jährigen Jakob Fümpel in seinem 4. Spiel als Cheftrainer der U23. Danach passiert rund um die Strafräume erstmal herzlich wenig. Beide Teams sind sehr auf defensive Stabilität bedacht und nach vorne sieht das Ganze dann oftmals so aus. Dementsprechend wenig Begeisterung bei Gästecoach Markus von Aalen. Doch was macht eigentlich der Schalker mit dem berühmten Nachnamen? Es läuft bereits die 45. Minute. Sidi Sané hier am Ball, legt klug raus für Kaparos. Der weiß damit dann aber wenig anzufangen. Sidi Sané zeigt ein ordentliches Debüt, ist zumeist aber eher mit Defensivaufgaben beschäftigt. Mit dem 1:0 geht es dann auch in die Pause. Leonardo Weschenfelder Cienza mit dem bisher einzigen Tor des Tages bringt damit Gästetrainer Markus von Aalen ordentlich zum Grübeln. Worüber ihr aber nicht grübeln solltet, ist unseren Kanal zu abonnieren. Rein in Durchgang 2. Und Schalke erwischt den besseren Start. Weschenfelder Cienza, schöner Ball. Aber Afimu Foma ist so gerade noch vor Aramburu dran. Nur 2 Minuten später. Die Flanke rutscht durch zu Joey Müller. Der Schalker Dauerbrenner stand in 31 Partien auf dem Platz, 29 davon über die volle Distanz. Doch was kommt eigentlich vom BSC? Vielleicht jetzt mal per Standard? Hanrads Bogenlampe? Schalke bekommt den Ball nicht richtig weg und Teixeiras Schuss wird dann von Schell geblockt. Der Kapitän, eigentlich unermüdlicher Antreiber seines Teams, bis hierhin auch noch ziemlich blass. Stattdessen auf der anderen Seite. Kojic für Aramburu. Der legt sich den Ball vorbei, aber eben auch ein deutliches Stück zu weit vor. Das ist dann auch die letzte Aktion des Tages für den Stürmer. 2 Minuten später wird er durch Niklas Castelle ersetzt. Und der ist auch gleich mittendrin im Geschehen. Bekommt hier den Ball und hat dann ganz viel Wiese vor sich. Nur noch Fiedler, 1 gegen 1, Niklas Castelle vernascht den Verteidiger, aber legt den Ball dann am Kasten vorbei. Die Riesenchance auf das 2:0 durch den 19-Jährigen, der sich mit 25 Landesligatoren im letzten Jahr für die Regionalliga beworben hat, macht hier eigentlich alles richtig, bis auf den Abschluss. Wir sind bereits in der 88. Minute. Vielleicht nochmal eine Schlussoffensive der Bonner. Mende mit der Flanke, aber auch die segelt deutlich übers Ziel hinaus. Das ist einfach zu wenig im Abstiegskampf. Auf der anderen Seite nochmal Schalke. Castelle mit der Hacke für Kojic. Semin Kojic! Beinahe die Entscheidung durch den 17-Jährigen bei seinem Debüt für die U23. Sein Coach an der Seitenlinie sehnt jetzt natürlich den Apfel vorbei. Und wenige Momente später ist er dann auch erlöst. Was für eine Erleichterung für die Schalker, die dieses wichtige Duell im Abstiegskampf mit 1:0 gewinnen. Und damit am Bonner SC vorbeiziehen. Große Enttäuschung darüber natürlich bei den Gästen. Worauf es jetzt ankommt, erklärt von den beiden Trainern.
Die nächste Möglichkeit gibt es nächste Woche gegen Rödinghausen.